Und wie versprochen, willkommen zurück. Die nächste Folge Black Set immer noch mitten in der Besprechung hier mit Mary. Und wir schauen sie uns jetzt mal genau an. Oha. Was haben wir da? Mary riecht nach... Im Grunde riecht das ganze Zimmer wie ein frisch gebackener Kuchen, weshalb ich keine anderen Gerüche mehr unterscheiden kann. Wie ein frisch gebackener Kuchen? Fernseher und Radio in einem. Mhm. Wo sollen diese verrückten Zeiten noch enden? Der Wahnsinn. Weiblichkeit fängt zu Hause an. Belinda S. Lovelace. Sie liest also auch gerne Bücher. So, und jetzt nochmal riechen. Was? Frisch aus dem Ofen. Ah. Das ganze Zimmer riecht nach Kuchen. Okay. Ja, das war's. Schade. Dieser Kirschkuchen riecht auf jeden Fall mal gut. Sie sind sicher, dass sie nicht wissen, wo Yale sich aufhält, was Sonja dann in den Ring angeht. Sind Sie sicher, dass Sie nicht wissen, wo Ihr Neffe sich aufhält? Ich habe ihn überall gesucht. Er ist nirgendwo zu finden. Keine Sorge. Ich finde ihn schon. Danke. Was Sonja Dunn und den Ring angeht. Also, ich habe ihr von Ihnen und Joe Dunn erzählt. Mir blieb keine Wahl. Und was hat sie gesagt? Ich glaube nicht, dass sie allzu begeistert war. Aber vielleicht kann sie es ja doch noch verstehen. Vielleicht. Doch jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob mein anderes Geheimnis bei Ihnen gut aufgehoben ist. Oh oh. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher. Ich würde Ihnen nur zu gerne glauben. Dieser Kirschkuchen riecht so gut, dass ich so langsam Hunger kriege. Hm. Danke. Ich habe ihn gerade rausgeholt, kurz bevor Sie gekommen sind. Ach, wo bleiben nur meine Manieren? Ich bin die schlechteste Gastgeberin der Welt. Ach ja. Lassen Sie mich ein Messer aus der Küche holen. Hm. Und Sie haben sicher Durst. Mal sehen. O-Saft, Kaffee. O-Saft. O-Saft wäre gut, danke. Oh. Haha. Sie hat auf beiden Bildern das Gleiche an. Also sagt sie wahrscheinlich die Wahrheit. Hm. Nee, nicht gehen. Nee, nicht gehen. Ach so. Ein zweites Zimmer. Wo er mal eben reinguckt. Ups. Ich wollte Ihnen dabei helfen. Ich musste mich mal etwas recken. Ich habe wunderschöne Sachen. Tut mir leid, ich wollte Ihnen dabei helfen. Hm. Die ist misstrauisch. So ein Mist. Oh, der sieht aber geil aus. Hat der jetzt den ganzen Kuchen alleine gefuttert? Tatsächlich. Den ganzen Kuchen. Wie sie ihn anguckt. Sie sollten eine Bäckerei aufmachen. Im Schlafzimmer steht ein Doppelbett. Hm. Ich muss ihr jetzt erstmal wieder ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Schon wieder Mieze Katja? Ja, schon wieder Mieze Katja. Stinkefüße.
Jetzt, wo fast kein Kuchen mehr übrig ist, hat sich der Duft auch verzogen. Interessant. Jetzt riecht Mary wie ein riesiger Hund. Aha. Mary, wann hören Sie endlich auf, mich anzulügen? Ich weiß, dass Ihr Neffe hier ist. Ich kann ihn riechen. Was? Nein. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann Ihre Motive ja verstehen. Schluss mit den Spielchen. Hören Sie, ich kann ja verstehen, warum Sie ihn beschützen wollen. Aber es ist in seinem besten Interesse, mit diesem Versteckspiel endlich Schluss zu machen. Sie können ja gern das ganze Haus durchsuchen, wenn Sie wollen. Nur zu. Er ist nicht hier. Sondern? Wo ist er hin, wenn er sie zwingt, ihn hier zu verstecken, werde ich sie... Nochmal, da war noch was. Moment mal. Sie ist nicht diejenige, die so riecht. Ja, ach nee. Von dort kommt Bobby Yales Geruch. Aha. Verstehe. Deswegen haben Sie da gesessen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Doch, tun Sie. Wow, was geht hier ab? Würden Sie bitte zur Seite gehen, damit ich mal nachsehen kann. Verschwinden Sie! Mary, ich wusste zum Himmels Willen, weg mit dem Messer. Los jetzt, oder? Ich kann Ihnen das Messer wegnehmen. Bitte beruhigen Sie sich, ich will Ihnen doch nur helfen. Sie brauchen das nicht zu tun. Mary, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich mein's ernst. Ich will Ihnen nicht wehtun. Da ist er! Ah, oh! Shit, shit, shit! Y! Y! Nein, Y! Scheiße! Ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier ab? Was ist los? Was sehe ich denn? Was sehe ich denn? Was sehe ich denn? Shit! Ah, das Brett nehmen. Oh, jetzt, das hat wehgetan. Jo, jo. Schon wieder. oben. Das war der Kopf. Dann komm doch mal, ich bin auf deiner Seite. Ich bin auf deiner Seite, Bobby. Eieiei. Ey, mach den Bobby platt, Mann! Kacke, da gibt's auch noch... Mann, oh nein! Erneut, ach Mann. Scheiße! Ja, oh! Herzinfarkt! Was passiert denn jetzt? Er hat schon wieder einen Blasen. Bobby! Krankenwagen! Tun Sie, was ich sage! Rufen Sie einen Krankenwagen! Bei einem Herzanfall muss man an zwei Sachen denken. Ja. Herzrhythmus und, Mund zu Mund. Erstens ruhig bleiben, zweitens bei der Herzmassage einen Stoß pro Sekunde. Genau. Eins Mississippi. Zwei Mississippi. Drei Mississippi. Vier Mississippi. Fünf Mississippi. Sechs. Nein. Sieben Mississippi. Acht Mississippi. 9 Mississippi. Bobby. Ach, Bobby.
Oh Gott, hier sah das andere auch. Danke. Ich hatte jede Menge Gründe, jenen Tag für einen großartigen Tag zu halten. Ich hatte bei einem Selbstmord ermittelt. Ich hatte herausgefunden, dass wir es in Wahrheit mit einem Mord zu tun hatten. Ich hatte den Hauptverdächtigen ermittelt und dingfest gemacht. Und ich hatte jemanden das Leben gerettet. Was ist mit seinem Auge? Und dennoch schrie in mir eine Stimme, dass hier irgendwas faul war. Schrecklich faul. Wow, das nenne ich Action-Einlage. Ja. Gut, wo geht es nun hin? Wieder zurück in den Boxclub? Oh Gott sei Dank. Sich bloß nicht in Selbstjustiz üben, John. Ich hoffe, dass wir keine einsamen Rächer sind. Ich will eine Pistole. Was zur Hölle? Hey. Jede Menge Gewalt, Erpressung und Opfer. Ich hasse Privatdetektive. Du bist tot, Katja. Sind Sie das, Mirnoff? Sie scheinen mir recht aufgewühlt zu sein. Albtraum? Ja, von der Sorte habe ich jede Menge. Willkommen im Club. Wie auch immer, warum gehen Sie nicht nach Hause? In seinem jetzigen Zustand wird Yale nicht abhauen. Außerdem ist das jetzt unsere Sache. Danke, aber das wird nicht nötig sein. Ich kann Yale selbst im Auge behalten. Keine Frage. Ich habe ja gerade selbst erlebt, wie wachsam Sie immer sind. Und was gestern passiert ist. Ich hatte Sie gebeten, sich nicht einzumischen oder mich zumindest vorzuwarnen. Sorry. Ja, ich kann Ihnen nichts versprechen. Ich habe jemanden das Leben gerettet und ich konnte nicht anders. Bobby Yale hat mich angegriffen. Ich musste etwas unternehmen. Wenn Sie mich gewarnt hätten, wäre sein Angriff vielleicht zu vermeiden gewesen. Ach. Wie dem auch sei. Passiert eben. Na, sorry. Er raucht auch? Komm, gib ihm Feuer. Genau. Ach so. Na komm jetzt! Wann genau ist Ihnen klar geworden, dass er dann ermordet hat? Wow. Was für eine Animation. Nur so aus reiner Neugierde. Immerhin bin ich ja Polizist. Als ich herausgefunden habe, dass die Tatwaffe Ihnen getönt, ich bin noch nicht sicher, als er versucht hat, mich umzubringen, als ich das Bild auf der Luna Park gesehen habe. Okay, Y oder A, als ich herausgefunden habe, dass die Tatwaffe Ihnen getönt. Als ich das Bild von ihm und Mary im Luna Park gesehen habe, ich wusste einfach, dass da was nicht stimmt. Was ist mit dem Motiv? Irgendeine Idee? Dann wollte sein Kampf absagen. Ich kann mir nicht sichern, Yales Vater ist verschwunden. Ich war... Y oder X? Ich weiß, dann wollte den Kampf absagen, weil Yale etwas getan hatte. Aber ich weiß immer noch nicht, was genau das war. Wie auch immer. Hoffentlich kann Yale mehr dazu sagen. Dürfte ich ihm wohl einige Fragen stellen, wenn er wieder wach ist?
Das machen Sie doch sowieso, ob ich es erlaube oder nicht. Ich fühle mich nicht hintergangen. Sehen Sie im Gegenzug mal auf dem Revier vorbei, wenn es keine Umstände macht. Ihre Ermittlungen könnten meinen Leuten wirklich weiterhelfen. Die übrigens sicher schon darauf warten, dass ich Mary Purnell verhöre. Mann, die war ja praktisch nicht von Yale wegzukriegen. Fassen Sie nicht die mit Glashandschuhen an, sie ist eine Lügnerin. Seien Sie nett zu ihr, sie hat eine Menge durchgemacht. Sie hat in den letzten Tagen eine Menge durchgemacht. Seien Sie nett zu ihr. Natürlich. Schließlich sind wir ja trotz allem keine einsamen Rächer. Und Sie, Sie ruhen sich mal aus. Sie werden es, weiß Gott, noch brauchen. Schlafen wird's nichts bringen, mache ich hier. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Allerdings. Die Schwestern sollen sich mal Ihr Gesicht ansehen. Sie sehen aus wie ein geprügelter Filmdetektiv. Ich fürchte, der Film ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe sehr, dass Sie sich irren. Übernehmen Sie, Officer. Alles klar. Ich lasse ihn 6 Stunden ablösen, verstanden? Doktor. Was ist das denn? Wer sind... Ach, der Detektiv. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich ganz gut gegen den Burschen geschlagen. Besser als wahrscheinlich die meisten. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Also, ich falle immer auf die Füße. Na, was ist das? Echse? Der sieht knuffig aus. Ah, der Name. Palmer. Was noch? Unsere Gesellschaft traut Reptilien nicht über den Weg. Doch das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem besteht darin, dass wir glauben, hinter unserem Misstrauen stecke irgendeine fundierte Logik. Allerdings. Wie geht's Yale? Ist er wach? Oh ja, schauen Sie bei ihm rein, bevor er wieder einschläft. Wobei, versuchen Sie mal lieber, ihn nicht mit allzu vielen Fragen zu behelligen. Wie ist jetzt sein Zustand? Ist noch zu früh, um das sagen zu können. Immerhin hatte er einen Herzanfall. Dr. Palmer empfiehlt, dass Yale nach seinem Herzanfall ausruhen soll. Die Rauch. Leiner. Ich will ihn nicht sehen. Der Arzt hat gesagt, ich soll schlafen. Im Kranken. Man hat nicht oft die Gelegenheit, in solcher Ruhe dermaßen geschwächte Verdächtige zu verhören. Mitten im Krankenzimmer raucht er. Seine Körpersprache ohne Ablenkungen studieren zu können, ist ein seltenes Geschenk. Okay, machen wir es. Sein Puls wird schneller. Das könnte bedeuten, dass er lügt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur reine, ungebändigte Wut. Er ballt die Faust. Ein Zeichen zurückgehaltener Wut. Er sieht mich direkt an. Wenn er meinen Blick nicht standhalten könnte, würde er wohl lügen. Doch das ist hier nicht der Fall. Geballte Faust, schneller Puls, fixierender Blick. Er ist wirklich wütend auf mich. Oh, tut mir leid, dass du mich nicht sehen willst, aber... Du wirst mich jetzt wohl ertragen müssen? Ich hab dir das Leben gerettet, Kleiner. Vielleicht ist dir meine Tante ja dankbar. Ich auf jeden Fall nicht. Zum Glück habe ich gerade meine Medizin gekriegt. Ich werde gleich einpennen. Schön, ich komme gleich zum Punkt. Nochmal? Nochmal, eieiei. Aber das hatten wir doch. Lügt er oder hat sich vor lauter Wut sein Puls beschleunigt? Das hatten wir doch schon alles. Hält er seine Wut zurück? Warum nochmal?
Er kann mir nicht in die Augen sehen. Ich würde sagen, er lügt. Wer hat dann umgebracht? Warum hast du dann umgelegt? Wer hat Joe dann umgebracht? Was? Willst du mich jetzt durcheinander bringen? Joe hat sich erhängt. Dann war zu klein, um sich selbst zu erhängen. Dann wollte den Kampf absagen, die Tat war Dann war zu klein, um sich selbst mit diesem Seil zu erhängen. Dann stimmt das also. Man hat ihn ermordet. Es stimmt. Ich weiß, dass Dan gedroht hat, den Kampf abzusagen. Warum? Woher wissen Sie das? Ich bin Detektiv. Das hat er nur gesagt, weil er sauer war. Er hat das niemals so gemeint. Spielt keine Rolle. Warum war er so wütend auf dich? Was hast du angestellt? Nichts. Joe dachte, dass ich nicht hart genug trainiere. Dass ich verlieren werde. Na gut. Sagen wir einfach, ich glaube dir. Der Täter hat dann mit einem Expander getötet und Indizien platziert, damit wir an einen Selbstmord glauben. Er hat aber genügend Spuren hinterlassen, damit wir auch ganz sicher die wahre Mordwaffe finden. Dann hat er den Expander in deinen Spind gelegt, um dich zu belasten. Fällt dir jemand ein, der so verschlagen ist? Und auch noch ein Motiv hat? Ich weiß es nicht. Desmond O'Leary scheint mir auf jeden Fall verschlagen genug zu sein. Hatte der was gegen Dan? Bin mir nicht sicher, ob die sich überhaupt kannten. Zumindest nicht persönlich. Vor etwa einem Monat hat Joe einen von O'Learys Leuten aus dem Boxclub geschmissen. Der wollte eine Visitenkarte dalassen. Für Jake Ostiambi. Ja, genau. Hat Jake dir davon erzählt? Sowas in der Art. Was ist mit Frank Cassidy? Glaubst du, der hat ein Motiv? Vielleicht. Vor ein paar Wochen hat mich Joe zu einem Treffen des Verbandes der Boxmanager mitgenommen. Geleitet von Cassidy. Ja. Er war wie davon besessen, es für Boxer illegal zu machen, ohne einen Manager zu kämpfen. Oder ohne einen nicht organisierten Manager. Alle waren einverstanden, bis Joe das Wort ergriff. Er sagte, damit würden wir auf das Niveau der Mafia sinken. Dass Cassidy diesen Verband nur gegründet habe, um ein Monopol auf den Sport zu haben und so richtig abzusahen. Da sind die anderen ins Grübeln gekommen. Und Cassidy stand mit leeren Händen da. Armer Cassidy. Vielleicht war's. Was red ich da? Jay könnte sowas niemals durchziehen. Ach, schon gut. Was ist mit Sonja dann? Sonja? Wohl kaum. Sie ist seltsam, aber sie ist seine Tochter. Hab schon Schlimmeres gesehen. Glaub's mir. Blackset, ich denke, ich schulde dir eine. Entschuldigung? Also. Weißt du, mein Vater ist verschwunden, als ich 6 war. Direkt nachdem er einen Kampf gewonnen hatte. Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Hast du auch mal eine Ahnung, was das für ein Kind bedeutet? Wer weiß, wo ich jetzt wäre, wenn es keinen Joe Dunn in meinem Leben gegeben hätte. Selbst als ich Jahre später auf die schiefe Bahn geraten bin und ihm eine Pistole an die Schläfe gedrückt habe, er hat mich trotzdem unter seine Fittiche genommen und in die richtige Richtung befördert. Und jetzt, wo er weg ist, riskierst du dein Leben, um seinen Mörder zu finden. Danke. Eieiei, ich wollte Schluss machen. Ich mache hier nur meine Arbeit, wird auch Zeit, nichts zu danken. Danke für ne. Nichts zu da. Oh. Jetzt ist er am Schlafen. Der hat rote Augen. Eieiei. Die Anzahl der Zigarettenstummel verhält sich umgekehrt proportional zu der Anzahl Stunden, die ich geschlafen habe. Verdammt, so ein Mist! Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir hier am Schluss angekommen. Nochmal. Ach, schon wieder.
Schon wieder der Puls. Sich verlangsamt. Die Hände sagen eine Menge darüber aus, was in einer Person vor sich geht. Und jetzt die Augen. Ist es normal, dass sich seine Augen so bewegen? Tja, anscheinend schon. Er scheint unruhig zu sein. Sollte ich das jemandem erzählen? Tja, Freunde, das finden wir, ich denke mal, da werde ich die dann rufen können. Das finden wir im nächsten Teil raus und dann bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Wir haben Yale gefunden. Bis zum nächsten Mal. NRW über 18. Adieu.